Hallo FC Bayern-Fans, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wenn ihr Fans unseres Teams seid und über alles, was in der Fußballwelt passiert, informiert bleiben wollt, dann gebt uns hier unten ein Like. Und es ist entscheidend, dass ihr bis zum Ende dabei bleibt, denn wir haben heiße Neuigkeiten über mögliche Verstärkungen für unseren geliebten FC Bayern. Der FC Bayern München, einer der berühmtesten Vereine der Welt, hat ein Auge auf ein neues Talent geworfen, Piero Hincapié. Er ist ein 22-jähriger Verteidiger, der bei Bayer Leverkusen auf sich aufmerksam macht. Wenn ein großer Verein wie der FC Bayern Interesse an einem Spieler zeigt, bedeutet das, dass er großes Potenzial hat. Hincapié kam aus Argentinien, wo er beim CA Talleres spielte und wurde schnell zu einem der besten Verteidiger der Bundesliga. Seit seiner Ankunft bei Bayer Leverkusen hat Hincapié 119 Spiele bestritten, dabei 4 Tore erzielt und 3 Vorlagen gegeben. Das ist beeindruckend für einen Verteidiger. Jetzt hat er Bayer Leverkusen geholfen, den Bundesliga-Titel in der Saison 2023-2024 zu gewinnen. Alle fragen sich, wo er in der nächsten Saison spielen wird. Apropos Jonathan Tah, der das Hauptziel des FC Bayern war. Die Gerüchte um ihn haben sich abgekühlt, was Hincapié in den Vordergrund rückt. Aber der FC Bayern ist nicht allein. Auch Liverpool und Tottenham sind am jungen ecuadorianischen Verteidiger interessiert. Hincapié hat gezeigt, dass er das Potenzial hat zu wachsen und auf dem Platz einen Unterschied zu machen. Trainer Xabi Alonso möchte ihn in Leverkusen halten, da er glaubt, dass er entscheidend für die Titelverteidigung sein wird. Die Zukunft von Hincapié ist ungewiss und seine Situation hat sich zu einer wahren Fußball-Soap entwickelt. Wird der FC Bayern es schaffen, ihn zu verpflichten? Bleibt dran, denn das ist erst der Anfang. Danke, dass ihr bis hierher zugesehen habt. Vergesst nicht, uns ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren, um mehr Neuigkeiten über den FC Bayern und die Fußballwelt zu erfahren. Bis zum nächsten Mal.